So, okay. Ah ne, wir machen aus Caden eine Nahkämpferin, Leute. Mit dem Schwert und so, das macht deutlich mehr Sinn. Haben wir schon eine? Wenn wir eine haben, mache ich das jetzt mit der Cade. Ich überlege auch gerade wegen der Nationalität, wir können ja ihr, hatte sie nicht irgendwie irische Wurzeln oder so? Dann können wir eigentlich eine Irin aus ihr machen. So. 4 Kills mittlerweile! Oh, 8 Kills, Alter. Der geht gut ab, unser Grenadier. Ich bin überlegen, ob ich Grenadier dann werde, also Beam Grenadier wird, wir können ja auch das Geschlecht ändern. Das können wir eigentlich drüber nachdenken, so, okay, cool. Steht hier irgendwie, wie lange die verletzt sind? Nee. Beam erstmal befördern. Also, hier links steht, weil das kann sein, dass das ab und zu nicht sieht, weil hier meine Facecam ist, Distanzschutz erlaubt Feuerschutz mit Truppsicht auszulösen. Das ist geil. Das heißt, wenn ein anderer aus unserer Truppe jemanden sieht, dann bewegt sich ein Alien und bei ihr ist Feuerschutz an, dann kann sie auch auf ihn schießen, was sehr, sehr cool ist. Oder Feuer erwidern. Wenn du unter feindlichem Beschuss stehst, feuerst du einmal pro Runde automatisch mit deiner Pistole zurück. Das ist auch ziemlich geil. Ich bin aber fast dafür... Guck mal, das eine linke ist Heckenschütze, das andere ist Revolverheld. Und ich finde, das Heckenschütze passt besser zu Beamy. Nö, ja, das können wir auch ein bisschen mit einfließen lassen. Vielleicht, wenn wir meine eh mehrere Sniper haben vielleicht. Nur können wir auch immer noch sagen, dass wir einmal Revolver und einmal Heckenschütze machen und Beamy wird Heckenschütze. So, machen wir Distanzschutz, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Aber das mit dem Revolverheld hier, das klingt auch sehr interessant. Also ich habe allgemein auch gelesen, dass Pistolen sehr viel verstärkt wurden. Und diesmal ein bisschen mehr Sinn machen. Bei XCOM hat man die eigentlich fast nie benutzt. Was ist das hier eigentlich, würde mich mal interessieren. So, okay, weiter. Dann dich befördern. Spezialist. Jetzt haben wir einen dritten Spezialist schon wieder. Ah ne, das ist die zweite Spezialistin gewesen. Okay, die eine habe ich auch noch nicht gesehen. Wir können Kampfhacker oder Medie machen. So, ich lese mal wieder vor, ne? Also links steht, der Gremlin kann Heilaktionen aus der Ferne ausführen, Gremlin Heilung und Gremlin Stabilisierung. Der Gremlin hat nur eine Ladung, wenn ein Medikit ausgerüstet ist, erhält der Gremlin eine zusätzliche Ladung. Also hat er dann zwei Medikits, was sehr cool ist. Ey, Leute, ich werde zwei Spezialisten machen. Ich überlege jetzt nur am Anfang. Am Anfang habe ich eigentlich erstmal Medikit Spezialist. Und sobald ich der Squad groß genug ist, würde ich dann noch einen Hacker dann ausbilden, sehr wahrscheinlich. So. Und dann könnten wir aus ihr, können wir dann Curry machen. Das würde auch passen, irgendwie. Ich mache gerade irgendwie sehr viel Fallout-Charaktere, aber irgendwie passt das gerade, finde ich. Vielleicht auch, weil ich, Fallout ist noch nicht so lange her und ist immer sehr im Hinterkopf. So, okay. Ja, machen wir Medi-Protokoll. Ach nee, ich habe Gefäßprotokoll, habe ich nicht vorgelesen, oder? Schicke den Gremlin zu einem Feind und verursache einen Stromschlag mit garantiertem Schaden, der gegen Robotergegner erhöht ist. Ist auch sehr cool, auf jeden Fall. Aber wir machen aus hier erstmal Medi. Ich werde wahrscheinlich dann zwei dann drin haben. Da müssen wir mal gucken. Aber Medi habe ich immer gerne dabei, Sanitäter. So, okay, ich habe jetzt Medi-Protokoll gemacht. So, und ich kann auch befördern. Schwerthieb, Ranger. Okay, das wird ein Curry. Curry sage ich schon, das wird ein Cade, Leute. Sehr wahrscheinlich. Cool. So, das ist die Beute. Dann gucken wir mal, was er erzählt. Okay, hat einfach nur gesagt, jo, gut gemacht, Commander. 80 Informationen und Wissenschaftler haben wir bekommen. Danke für das zusätzliche Personal zu meiner Unterstützung, Commander. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Kein Problem, kein Problem. Wie lange dauert das Forschen jetzt? Noch 2 Tage, ne? Ich arbeite immer noch an der aktuellen Forschung, Commander. Jo. Im Anschluss würde ich dann sehr, sehr gerne Modularwaffen erstmal erforschen, damit wir endlich die Waffen modifizieren können. Da kann ich euch das dann auch mal zeigen. Ich habe mich gefragt, wie die Advent-Regierung unsere Gruppe von Abtrünnigen sieht. Sind wir für sie eine Bedrohung oder eher ein Ärgernis? Neue Befehle, Commander. So, das dauert noch 6 Tage. Ich konnte mir ein paar der geborgenen Advent-Waffen näher ansehen. Die Legierungen sind deutlich leichter und damit besser für den Einsatz durch Menschen geeignet. Boah, übelst lange Fuhren. Ich denke, es ist dasselbe Material, das sie in ihren Kolonien benutzen. Aber das Grundmaterial muss von der Erde stammen. Sie scheinen unbegrenzte Ressourcen von dem Zeug zu haben. Okay. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, weil Jane Kelly kommt schon aus Irland. Und bei Kate dachte ich einfach, damit wir ein bisschen Abwechslung haben und dann die ganzen Fallout-Charaktere nicht alle Amis sind, bis auf Curry, wollte ich aus ihr eine Irin machen.
Okay, cool. Dann machen wir, ist das dann Kate. Das Problem ist halt, sie ist noch nicht geskillt und alles, aber ich muss einfach auf sie aufpassen. Wenn sie stirbt, dann ist es halt so. Also individualisieren. Und ja, ich werde wieder einen Cut setzen, Leute. Ne, ich werde nicht einen Cut setzen. Ich werde wieder pitchen, so ein kleines bisschen, ne? Und ich mache das jetzt ganz in Ruhe und wir sehen uns dann, wenn ich fertig bin. Also bis gleich. Das hätten wir. Ja, sie hat ein bisschen längere Haare bekommen. Und wegen Rüstungsfarbe war ich mir jetzt auch unsicher. Ich wollte aber gerne jeden einzelnen irgendwie eine andere Farbe geben, dass man die auch immer schon von oben cool unterscheiden kann, wer ist und so. Das wäre eigentlich gar nicht verkehrt. Jetzt müssen wir mal stimmen. Das Problem ist, ich würde jetzt einfach amerikanisches Englisch geben. Das passt dann, denke ich, noch am besten. Got it. Will do. Got it covered. Good to go. Good to go. Und wir können ja auch noch Accessoires geben, gerne. Irgendwie einen Helm oder so. Ja, nehmen wir mal das hier. Ich merke da jetzt keinen so großen Unterschied bei den Stimmen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Accessoires kommen wir nochmal ganz schnell zusammen. Auf jeden Fall, sie braucht aber auch so eine Brille wieder. Die hatte immer eine Sonnenbrille auf bei uns. Ich weiß nicht, man schaltet bestimmt dann, desto höher die im Rang sind, immer mehr solche Accessoires und alles frei, könnte ich mir vorstellen. Hippie-Sonnenbrille. Nee, sowas nicht. Die hatte immer auch eine Fliegerbrille auf. Eigentlich muss ich auch eine Fliegerbrille geben. So, was hätten wir? Guck mal eben, geben wir noch einen Helm und Kopfbedeckung. Joa. Ich muss auch sagen, hier, das sieht auch total stylisch aus mit der Kapuze so, aber... Hatte sie denn immer aufgehabt? Ich weiß es nicht. Bandana wird irgendwie auch passen. Was hatte sie denn aufgehabt? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Eigentlich so ein Helm, ne? Sie hatte immer so einen Helm auf. Aber dann sieht man die Haare nicht mehr und deswegen finde ich das jetzt blöd. Das ist ja auch so ein Erkennungsmerkmal. Ich gebe ihr mal das Bandana. Ist auf jeden Fall sie ein bisschen individualisiert. Ich finde es cool. So, Arme können wir lassen, Beine können wir lassen, Körper können wir auch nochmal ändern. Habe ich noch nicht geschaut. Jo, gib mal hier mal Körper 3. Sieht ganz cool aus. Ey, man muss ja auch überlegen dann, wenn über die Zeit immer mehr kommt und die Ausrüstung wird ja auch immer geiler und das wird ja auch visualisiert alles, ey, die werden immer mehr Badass aussehen. So, ne? Wie gesagt, auch alles ein bisschen over the top, aber ich find's cool. Ist nur schade, dass die 10 Tage verwundet ist. Ich hoffe, das wird dann bald wieder. So, Waffenmuster können wir auch noch irgendwas auswählen. Das kariert sie doch ganz geil aus. Genau, Tiger würde auch passen. So, Kate. Oder Wild. Wild, ja, in dem Wild. So, okay. Waffen, ne? Hier haben wir dann noch Tattoos, das können wir auch noch machen, Narben können wir auch noch machen, Rüstungsmuster geht dann später. Ja, wir müssen einfach mehr Erfahrung sammeln, dann schalten wir auch mehr Optionen dann frei. So, und den Namen sollte ich vielleicht noch ändern. Ich weiß, bin mir auch nicht mehr sicher, welche Augenfarbe sie hatte. Ich habe jetzt grüne Augen gegeben. Ich hoffe, ich irre mich da nicht. So, Kate. Nee, so hier war es gewesen, ne? So, Private Kate Kelly. Kann man so lassen? Okay. Das kann man eigentlich bei Biografie einstellen. Krass, ey. Okay, kann man echt so eine separate Biografie eintragen. Muss ich nochmal Wiki schauen, das dann einfach reinhauen. Theoretisch könnte ich das machen. So cool. Okay, sehr, 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 sehr cool. Ah, mich freut das total. Ist nur schade, dass die alle ein bisschen verwundet sind, ne? Aber ey, wir haben auch... Wir müssen dann unbedingt noch eine Mission machen, dass wir die hier erstmal eine Klasse zugeordnet bekommen. Das wäre noch relativ wichtig und wir brauchen sowieso, glaube ich, noch einen etwas größeren Pool an Soldaten. Weil wie gesagt, später, die sterben einen schnell mal weg oder sind schnell mal ein bisschen länger verletzt. Und der Pool des Squades, die man aktiv benutzen kann, der wird ja auch immer größer. Das sind noch zu wenig Leute. So, wir machen aber erstmal weiter jetzt hier. So. Feuergefecht. Okay.
Okay. Commander, nach unserem jüngsten Erfolg haben uns Mitglieder des Widerstands in Ostamerika Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollen. Ja, also so Daten können wir gebrauchen, habe ich gerade gemeint. Und wir brauchen auch eine Mission, damit wir die anderen... Ja, mach mal. Damit wir die anderen eine Spezialisierung bekommen. So, es dürfte jetzt aber nicht mehr lange dauern, bis wir dann endlich das mit der Kommunikation machen können. Hier in Westamerika. So, okay, scan bitte. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Ja, ich freue mich, Leute. So, jetzt Widerstandskommunikation, jetzt müsste das eigentlich gehen. Kommunikationszentrale. Die Widerstandskommunikationseinrichtung erhöht die Anzahl der Regionen, mit denen wir Kontakt aufnehmen können. Weitere Kontakte werden möglich, wenn wir hier einen Ingenieur einsetzen, sobald der Bau abgeschlossen ist. Okay, die muss ich ja dann erstmal bauen. Oder? Ja, glaube. So, auf jeden Fall können wir jetzt endlich Modularwaffen erforschen. Dauert nur noch 2 Tage, weil wir haben jetzt ja einen Wissenschaftler mehr. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Dann können wir endlich unsere Waffen modifizieren. Ein bisschen was haben wir schon eingesammelt und wir werden jetzt über die Zeit ja noch coolen Scheiß bekommen. So. Tigen lässt mitteilen, dass das neue Widerstandskommunikationsnetzwerk voll einsatzbereit ist. Wir müssen die Nachricht nur noch verbreiten. Alles klar. Die Kommunikationssysteme sind online, Commander. Wir können jetzt Kontakt mit dem lokalen Widerstand in Neumexiko aufnehmen. Okay, und sobald der Kontakt zu einer Region hergestellt wurde, sind auch alle mit ihr verbundenen Regionen zur Kontaktaufnahme bereit oder verfügbar. Okay, und so können wir uns dann über die Zeit dann ausbreiten. Interessant. Und Westamerika ist verfügbar. Nachdem wir nun eine Verbindung hergestellt haben, können wir unsere Informationsressourcen einsetzen, um die lokale Widerstandszelle zu kontaktieren. Neben dem Zutritt zur Geheimeinrichtung sollte die größere Reichweite auch unseren Zugang zu Vorräten verbessern. Okay. Westamerika plus 70. Wenn wir den Kontakt herstellen. Nachdem wir die Informationskosten zur Herstellung des Kontakts beglichen haben, müssen wir die Region ein paar Tage lang scannen, um die Widerstandszelle zu finden. Sobald wir sie gefunden haben, haben wir die neue Region erschlossen. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich jetzt Kontakt herstelle, dann fliegt das Schiff erst darüber, wo ein bisschen Zeit vergeht. Und das Scan hier wird abgebrochen, beziehungsweise pausiert erstmal. Wir kriegen dann 70 Vorräte, wenn wir hier Kontakt aufgebaut haben. Ich glaube aber, das wird genauso wie im Vorgänger sein, dass man die Vorräte immer erst am Ende des Monats oder zum neuen Monatsbeginn gutgeschrieben bekommen. Das heißt, wir hätten sowieso noch Zeit. Es ist ja erst der 16. März. Von daher würde ich das jetzt erstmal abschließen. Im Anschluss fliegen wir mit dem Schiff dann hier rüber und dann geht's los mit Kontakt herstellen. Das halte ich für die beste Idee. Wir brauchen, wie gesagt, auch Soldaten und alles. Dann machen wir das erstmal jetzt hier. Weil es dauert der Zeit, das Rüberfliegen. Entdeckungen gemacht, Commander. Oh, yes. So, neues Forschungsprojekt. So, jetzt gucken wir gleich mal, wie die modifizieren, Leute. So, Waffenverbesserung verfügbar, finde ich gut. So, Hybridmaterialien ist auch nie verkehrt. Damit können wir unsere Ausrüstung, also die Rüstung an sich, verstärken. Sektoidenautopsie wird natürlich auch reizen. Wir machen aber erstmal Hybridmaterialien. Dauert auch nur 2 Tage. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Hey, Commander. Hey, ich will nur mal ganz kurz gucken. Einrichtung bauen wird nicht gehen, weil wir... Warte mal, guck mal eben. Ja, der Testbereich wird noch gebaut. So lange können wir nichts machen, weil wir keinen Ingenieur frei haben. Ich benötige mehr Personal fürs Ingenieur. Ja, ich weiß. Bevor wir mit dem Freiräumen der anderen Räume beginnen können. So, Gegenstände herstellen, was können wir machen? Blendgranate, Medikit, Rauchgranate. Okay. Ja, Medikit haben wir eins. Das passt das mal. Also, ich meine, das können wir auch instant herstellen. Geopfert, um das Schiff zum Fliegen zu bringen. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Das stimmt allerdings. Wir scannen jetzt erstmal weiter, Leute. So. Private. Oh, da wollten wir einen Scharfschütze bekommen. Nice. So, der Boden in der Nähe war von Patronenhülsen übersät und von Energiewaffen versenkt. Bei der Untersuchung des scheinbar verlassenen Gebiets näherte sich ein einzelner Veteran unserem Trupp und bot uns Bergungsgüter zum Tausch an. Es war nur wenig Überzeugungsarbeit nötig, um ihn zu einem der unseren zu machen. Ajo! Das ist gar keine Mission gewesen. Ich dachte, wir müssen die Mission lösen, um die zu bekommen. Den zu bekommen.
Geil, da haben wir noch einen Sniper. Ist aber trotzdem cool. Wir haben einen Sniper dazu gekriegt. So, okay. Und wir wollen nicht zurückkehren. Sondern, das ist ja das Gute, dass es auf dem Weg gewesen ist. Wir machen jetzt nach Westamerika, um da Kontakt herzustellen. Setze Kurs auf die westliche USA. Das ist doch super. Commander, anhand der bislang vorliegenden Informationen konnten wir eine Widerstandszelle in dieser Region ausmachen. Der Scan zur Ermittlung ihrer exakten Position wird jedoch noch eine Weile dauern. Jo, müssen wir scannen. Der Testbereich ist bereit, Commander. Oh, wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Okay. Gucken wir mal, wie lange das dauert, das Spaß. Der Schädelstecker. Testbereich, Commander. Es schien eine gute Idee zu sein, unsere experimentelleren Konzepte zu isolieren. Vor allem in Bezug auf die Waffenentwicklung. So, Schädelstecker würde 14 Tage dauern. Okay. Oh nice, experimentelle Munition 10 Tage und Granate experimentell auch 10 Tage. Das würde natürlich erstmal reizen, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das Problem ist, hier steht schon wieder, wir brauchen einen Ingenieur dafür. Und wir haben momentan nur einen fucking Ingenieur. Und ich würde eigentlich gerne erstmal hier freiräumen. Damit wir weiter Einrichtungen bauen können. Wie macht man das? Was kann ich für Sie tun, Commander? Ich räume erstmal frei beide. Wir räumen erstmal weiter frei. Und das ist immer das Fiese bei XCOM, desto weiter man kommt, desto mehr hat man die Qual der Wahl, was will man jetzt machen und so. Wir brauchen unbedingt mehr Mitarbeiter, mehr Ingenieure, damit wir das parallel machen können. Wenn das freigeräumt ist, machen wir aber dann instant erstmal verbesserte Munition und das ganze Gedöns und natürlich dann irgendwann auch den Schädelstecker. Aber wir wollen natürlich auch unsere Soldaten erstmal verstärken. Also man sollte hier nicht nur strikt der Quest folgen, weil du am Ende hast du sonst keine Ausrüstung. Also muss man mal ein bisschen gut timen an sich. So gut, dann zurück bitte. Hier hin. So, weiter scannen. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur nice vorantreiben, Commander. Nano-Schuppenweste. Diese Weste ist ein leichter Rüstungseinsatz, der aus Advent-Rüstung gefertigt wurde. Sie kann mit allen XCOM-Rüstungen getragen werden, um die Gesundheit ihres Trägers zu erhöhen. So, oh, Magnetwaffen. Ja, sorry, ich hab's Programm nicht beendet. 19 Tage dauert das aber, das lassen wir erstmal noch, bis wir mehr Wissenschaftler haben. Widerstandsfunk klingt auch interessant. Aber ich glaube, ich mache erstmal die Autopsien jetzt hier. Ja, ich kann mich... Es ist wirklich super schwer, für was man sich entscheiden soll. Magnetwaffen dauert mir jetzt noch zu lange. Das machen wir dann, wenn wir mehr Wissenschaftler haben. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal Sektoiden-Autopsie. Obwohl ich selbst nie einen von ihnen zu Gesicht bekam, attestieren unzählige Augenzeugen die Existenz einer deutlich kleineren, weniger furchteinflößenden Variante der Sektoiden, die während der ursprünglichen Invasion zum Einsatz kam. Seitdem ist dieses neue Wesen, das eindeutig durch Genmanipulation geschaffen wurde, unseren Soldaten ein vertrauter Anblick auf dem Schlachtfeld. So cool, wie die das sogar darauf eingehen, dass im Vorgänger die Sektoiden deutlich kleiner und ungefährlicher waren. Und dass der durch Genmanipulation quasi erschaffen wurde. Okay, cool. Finde ich schön, dass sie das sowas eingehen. Advent ständig Fortschritte darin, die verbliebene Zivilbevölkerung zu überzeugen, in ihre Städte umzusiedeln. Aber das hätte ruhig weitererzählen können jetzt mal. Irgendwas mit Propagandakampagne und mittlerweile ist anscheinend ein großer Teil der Weltbevölkerung davon überzeugt, dass Advent der Freund ist. Ne? Das wollte er wahrscheinlich sagen, zur Kontaktherstellung. Nichts auf den lokalen Comms. Advent ist ziemlich ruhig. Schätze, das haben wir Ihnen zu verdanken. War uns eine Freude, denn, Mother. Genießen Sie es. Das werden wir. Unser Wasserreinigungssystem... Extrem starkes Signal vom Advent-Netzwerkturm. Sie senden global. Sir, das müssen Sie sich ansehen. Verehrte Bürger, seit 20 Jahren arbeitet die Advent-Koalition unermüdlich und beseitigt die Schäden und vielfältigen Missstände der alten Welt. Unter unserer Aufsicht wachsen die Städte. Die Menschheit gedeiht und unsere Welt wird geheilt. Und trotzdem gibt es unter uns noch Dissidenten, die die Wahrheit verleugnen und die entschlossen sind,
alles zu zerstören, was wir aufbauen. Mehrere Radarkontakte nähern sich Hafen Alpha 7. Das muss aufhören. Advent Friedenshüter. Feinde sind auf dem Weg zu ihnen. Ich verliere ihr Signal. Um diese Plage ein für alle Mal auszumerzen. Sie sind gleich bei ihnen. Verliere sie, Avenger. Verbindung wiederherstellen. Wir sorgen auch in dieser Krise weiter für ihre Sicherheit und ihren Wohlstand. Bringen Sie Ihre Leute da raus! Mit Ihrer Mithilfe werden wir diese radikalen Elemente vernichten und weitere 20 Jahre des Friedens und Wohlstands feiern. Sie haben keine Chance. Commander, wir sollten einen Trupp einsatzbereit machen. Oh nee, nicht der Scheiß. What, was sind das für Viecher? Die kenne ich ja noch gar nicht. Die sind neu. Commander, ein Trupp steht bereit, um die Aliens anzugreifen, die das Widerstandsversteck belagern. Er rückt auf Ihr Kommando aus. Okay. Scheiße. Commander, der Advent hat eines unserer... Ja, das haben wir jetzt gerade alles mitbekommen. Die bereiten einfach Geltungsschlag gegen unschuldige Zivilisten vor. Solche Assis. Ja, da machen wir hin natürlich, jetzt würde ich vorschlagen. Oh, das ist ja am Arsch der Welt, Alter. Na ja, gut. Setze Kurs auf die östliche USA. Habe ich das schon fertig gescannt hier? Weiß ich das gerade gar nicht. So. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass unsere ganzen Leute verletzt sind. Das ärgert mich jetzt gerade so ein kleines bisschen. So, aber dann können wir die jetzt hier ausbilden. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich gucke nochmal eben. Will nur schauen, wen ich noch mitnehmen könnte. Im Einsatz. Und dann haben wir einen Spezialist zur Verfügung. Rekruten. Na gut, dann nehmen wir doch die zwei Spezialisten mit. Das ist gar nicht so verkehrt, weil wir die ja sowieso dann über die Zeit skillen wollen und verbessern wollen und so. Also ich will sowieso am Ende zwei Spezialisten wahrscheinlich mitnehmen. Einen Hacker und einen Sanitäter. So, du bist... Ach, das ist der Sniper. Halt! Wir können die Waffen verbessern. Bumm. So. Das erste Nachladen, nee. Erhöht Zielsicherheit um 5%. Das ist doch super. Ah, das sieht man optisch, das ist ein Unterschied, ne? Hier hat das Scope. Moment. Das sieht dann so aus. Und das, ja, das sieht man alles. Das ist cool. So, ist hier Fernrohr. Ja. Kann sie nur ersetzt, aber nicht wiederverwendet werden. Kann ich diese Waffen aber dann jemand anders geben? Bestimmt, ne? Ich kann die dem wegnehmen und dann nur Bimi geben dann auch. Ich denke mal, dass das funktionieren wird. Hoffe ich einfach mal jetzt. Wir können da sogar Waffenname geben. Waffenmuster und so. Ja, das machen wir dann alles später. Geladen und in Sicherheit. Yeah. So, okay. Ausrüsten können wir nur irgendwas anderes geben. Ja, wir haben noch keine Westen hergestellt oder so. Das kam jetzt so ein bisschen plötzlich, der Angriff. Ich bin überhaupt nicht drauf vorbereitet. Das ärgert mich eigentlich gerade ein bisschen. So, okay, zurück. Dann würde ich mal sehr gerne... Kann ich hier ein Medikit geben? Ausrüsten. So. Jetzt müsste die ja rein theoretisch zweimal heilen können, was nicht verkehrt ist. Ne? Das ist ja so geskillt hier, das Teil. Das können wir jetzt hier vielleicht gebrauchen und dann hau ich dir mal noch, schnupp, eine Waffenverbesserung rein. Und dann legen wir dann auch gleich los. Automatiklade. Ja. Machen wir das hier. Und dann gebe ich mal eben noch irgendeinen, na, die hier bearbeiten, die auch noch eine Waffe. Also mit dem Nachladen finde ich jetzt noch nicht ganz so super, aber wir kriegen über die Zeit dann coolere Sachen. Okay, dann legen wir los. Sky Ranger. In Position für den Einsatz. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass wir keinen von unseren Leuten dabei haben. Da wir jetzt die Aufmerksamkeit der Aliens haben, üben sie bei einem der Außenposten des Widerstands in diesem Gebiet Vergeltung. Wir müssen das Lager sichern und so viele Zivilisten wie möglich schützen. Schalten Sie alle Angreifer aus und zeigen Sie ihnen, was Widerstand ist. Yeah.
Okay. Auf jeden Fall Rache geben, Leute. Menace 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Okay, die wissen also, dass wir hier sind. Alles klar. So, das Protokoll. Das ist ja nicht unser Sanitäter. Nee, ist es nicht. So, gut, dann geh du erstmal hier hin. Wir müssen die Zivilisten unbedingt befreien. So gut, dann schicke ich dich schon mal vor. Wir müssen jetzt wirklich schnell nach vorne stürmen, damit wir alle so viele Zivilisten wie möglich befreien können. Moving to position. Mal gucken, ob das schon welche sind. Ja, so schon welche. Okay. Aber wir können mit der Sniper vielleicht schon drauf schießen, was gar nicht so verkehrt wäre. Ja, können wir. So, 52%, 26%. Die Präzision wurde ja ein bisschen erhöht, weil wir das Scope rangehauen haben. Ja, hier sieht man es auch, das ist ja so grün. So, okay, vielleicht treffen wir ja, ich hoffe es. Cool, das sehe ich auch gerade. Ah, geil, jetzt sieht man ja ganz genau, was hier was beeinflusst und so. Super. Bitte triff. Yeah, nice.